stillhalten. Der Duft nach Zitrone und Kräutern wird immer intensiver. Foggo hört ein Pfeifen. Flötenhasen. Muss Foggo erst rüberkommen? Sofort mit dem Pfeifen aufhören! Das macht Foggo irre! Umgebung gesichert. Foggo hat keine Flötennase gesichtet. War nur ein Teekessel. Foggo hat alles im Griff. Das erinnert Foggo an das Blut seiner Feinde. Er sollte sich waschen gehen. Halt! Nasenkontrolle! Oh je. Okay. Stets zu Diensten. Hallo. Hallo, Nasenkontrolle. Ein Conroyalist. Guten Tag. Dürfte ich den Sicherheitsbereich einmal inspizieren? Natürlich, Herr Foggo. Warum habt ihr das denn nicht gleich gesagt? Und heil Emil. Ja, ja. Ich glaube, er wartet auf die Abreise nach Alt-Aspen. Sieht ziemlich nervös aus. Ein volles Trinkpäckchen mit genau 200 Milliliter Inhalt. Hallo? Ah! Seid ihr auch Conroyalist? Natürlich! Heil Conroy! Heil Emil! Das heißt, ihr mögt keine Flötennasen? Ich hasse sie aus tiefster Seele. Und nun entschuldigen Sie mich. Ich muss mich aufs Warten konzentrieren. Es sind viele Conroyalisten unterwegs. Na, irgendwer muss ja für Ordnung sorgen und die Flötennasen besiegen. Was wollt ihr denn in Alt-Aspen? Ich will meine Mutter besuchen und ein wenig die Architektur genießen. Genau, ja. Warum stellen Sie denn so viele Fragen? Wollen Sie meine Platzreservierung sehen? Und ich habe mich genau an die Obergrenze für Flüssigkeiten gehalten. Ich war auch schon bei der Gepäckkontrolle. Sie können mir glauben, ich halte mich an Vorschriften. Warum gibt es denn hier eine Gepäckkontrolle? Ja, die werden schon ihre Gründe haben. Ich habe exakt die erlaubte Menge an Flüssigkeit dabei. Ich halte mich an die Vorschriften. Andere durften auch schon nicht mitfahren, weil sie zu viel dabei hatten. Aber ich habe nicht zu viel dabei. Alles genau richtig. Ich bin ein gesetzestreuer Asposer. Das Gepäck kann jederzeit kontrolliert werden? Aber ja doch, es muss ja alles seine Ordnung haben. Oh, falls die Wache mich kontrolliert, werden sie genau die vorgeschriebene Menge Flüssigkeit finden. Kein Tröpfchen mehr. Könnte ich nicht zufällig euren Platz haben? Ich muss wirklich ganz dringend nach Alt-Aspen. Nein! Glauben Sie denn, ich muss nicht ganz dringend meine Cousine besuchen? Wolltet ihr nicht eigentlich eure Mutter besuchen? Ja, Mutter und meine Cousine. Natürlich, habe ich doch gesagt. Nun, wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich muss warten. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit ihr mir den Platz gebt? Nein, meine Güte. Wenn Sie unbedingt einen Platz haben wollten, dann hätten Sie früher hier sein müssen. So wie ich. Nun denn, ich schätze, ihr müsst weiter warten.
Ja, aber nicht mehr lange. Alt Aspen, ich komme. Tschüss. Verschwinden Sie endlich. Das Pfützenwasser ist in der Spritze. Das sind über 200 Milliliter. Hallo, Sicherheitscheck. Einmal Ihre Nase zeigen, bitte. Oh, ich wollte gar nicht mitfahren. Ich wollte nur gucken. Ach so, ja dann viel Spaß. Ich will nach Altaspen. Jawohl, Herr Fogo. Ihr braucht ein Ticket. Es muss ein Platz in der Gondel frei sein und ihr müsst eure Taube als Gepäck aufgeben. Ich darf doch sehr bitten, für mich als Conroyalisten könnt ihr doch wohl eine Ausnahme machen. Die Regeln kommen doch von den Conroyalisten. Conroyalisten-Anweisung. Sofortige Gepäcknachkontrolle bei verdächtigem Individuum. Zugriff! Jawohl. Gepäcknachkontrolle. Ich habe mich genau an die Vorgaben gehalten. Hey, zu viel Flüssigkeit. So dürft ihr aber nicht mehr mitfahren. Was? Nein, ich hab doch auf alles genau geachtet. Bitte folgt mir in den Kontrollbereich. Ach, das wird doch nicht nötig sein. Sehr verdächtig. Stillhalten. Flötennase? Ha, ich habe eine Flötennase gefunden. Mitkommen. Flötennasen kommen nach Oberasposien. Order von ganz oben. Du darfst in den Brunnen fallen. Nein, bitte. Ich habe Familie. Berichte. Flötennase entdeckt und abgeführt. Ihr habt dem asposischen Volk einen großen Dienst erwiesen. Oh mein Gott. Was passiert jetzt mit ihm? Ich meine, ich weise euch hiermit an, die Flötennase sofort freizulassen. Nein, Order von ganz oben. Oder seid ihr etwa Emil? Nein, Emil sah anders aus. Was habe ich getan? Tja, ich muss zugeben, ich bin erfreut zu sehen, dass doch noch etwas von meiner Erziehung bei dir hängen geblieben ist. Deine eigene Familie zu verraten. Es schwelt mir stolz das Vaterherz. Nein, nicht du schon wieder. Ich muss schnell den Windmönch finden, bevor alle in den Brunnen gestoßen werden. Hallo. Ah, okay. Und heil Emil. Ja, ja. Augenblick, habt ihr ein Ticket? Selbstverständlich. Sehr gut, dann müsst ihr aber noch, jedenfalls, danke für euer Verständnis. Dann auf nach Altaspen. Hoffentlich kommen Laura und Huck auch gut an.